So, hallo liebe YouTuber. Willkommen bei meinem Video hier. Ich stelle euch jetzt mal meinen eigenen Vectron Sound vor. Den habe ich jetzt die letzten 2 Wochen, also eigentlich 2 Wochenenden gemacht. Ich habe vom Simulator wieder ein paar Sounds benutzt und wollte einfach mal sehen, ob ich das schaffe, dass ich einen Vectron jetzt auch selbst machen kann. Ich habe schon so einen halben Vectron Sound gemacht. Habe die FAR-Sounds von ESO benutzt, aber dachte mir, okay, ich werde es mal versuchen mit eigenen. Jetzt habe ich eh ein bisschen was vom Simulator wieder genommen und wir hören uns das mal anhören. Gleich vorab, das Aufrüsten ist dasselbe, was ich auch bei meinem 12-16 Taurus verwendet habe. Die Maschinen sind sich ja sehr ähnlich, sie sind nicht ganz gleich, wie man beim Fahren hören wird, und einige wissen es ja sowieso, aber sie sind sich halt schon sehr, sehr ähnlich. Siemens setzt halt bei seinen Lokomotiven immer die meistens dieselbe oder ähnlich gleiche Technik ein, was natürlich den Vorteil hat, dass sie halt nicht immer so viele neue Sachen konzipieren müssen, wenn sie schon bestehende Systeme haben, die gut funktionieren. Und beim Vectron verhält es sich halt eigentlich nicht anders. Zum Beispiel ist der Lüfter dasselbe wie beim 12-16 Taurus oder der ziemlich dasselbe. Also da kann man nichts falsch machen, wenn man den verwendet. Und ja, das Aufrüsten habe ich eben genommen vom 12-16 Taurus. Die sind sich halt recht ähnlich. Das Anfahrgeräusch und diese Frequenzen sind ein wenig anders, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Werdet ihr auf jeden Fall hören. Jetzt werden wir mal die Lok aufrüsten und uns das anhören in Ruhe. Und dann werden wir weitersehen. Los geht's. So, die Lok ist aufgerüstet. Hab gehört, das Init vom Trafogeräusch. Ob das wirklich ganz genau so im Original ist, das weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Manchmal habe ich das irgendwann mal gehört, manchmal halt nicht. Ist anscheinend ein bisschen verschieden, aber ich finde es nicht so schlecht. Man hat auch gehört, nachdem der Trafo eingeschaltet hat, ist gleich darauf dann der erste Trafo-Loop gekommen und da hat man jetzt den Standlüfter, den man hört. Den habe ich von ESO verwendet. Den habe ich mir selber selbst hineingeschnitten, weil das Trafogeräusch ist ein eigenes von einem originalen Vectron von außen aufgenommen, auf einem YouTube-Video. Und ich habe einen Weg gefunden, dass ich mir manche ESO-Sounds, die meiner Meinung nach gut zu diversen Loks passen, selbst zusammenzuschneiden. Und zwar mache ich es genau gleich wie mit dem Train Simulator. Ich mache einfach ein ESO-Projekt auf, spiele den Soundslot, was ich gerne so selbst schneiden möchte, einfach am Log-Programmer ab. Also ich simuliere in einem Log-Programmer und nehme mich aber dabei auf mit einem Programm am Computer, so wie ich mich beim Spielen aufnehme. Und dann habe ich ganz saubere MP3-Dateien und die kann ich dann einfach schneiden, wie ich möchte. Und manchmal hört man bei den ESO-Samples relativ deutlich einen Loop, aber das lässt sich sehr schön schneiden. Man hört hier zum Beispiel eigentlich gar keinen Loop beim Lüfter, den man beim Trafo mit dabei hört. Das ist nämlich ein einziges Sample. Beim Trafo hört man schon einen Loop, weil da habe ich so etwa 2 Sekunden genommen und die zusammengeschnitten und möglichst so geschnitten, dass man den Loop-Übergang zumindest nicht so hört. Ja, das ist halt nicht leicht, aber es ist besser als gar nichts und ja, perfekt bekomme ich es halt nicht zusammen, aber das ist halt einfach so. Aber trotzdem bin ich damit zufrieden, denn immerhin ist das wieder etwas Selbstgemachtes. Den Leo Soundlab Sound, den ich hier drauf hatte, den habe ich jetzt überspielt, aber das ist kein Problem, denn ich habe das Soundprojekt von ihm damals direkt gekauft. Das heißt, er hat mir das per E-Mail geschickt und bedeutet eben, ich kann den für diesen Decoder hier, für diesen einen, immer wieder überspielen. Daher konnte ich hier ganz in Ruhe einfach ein anderes Soundprojekt draufspielen und den von Leo spiele ich dann nachher einfach wieder zurück auf diesen Sounddecoder hier im Vectron und die Sache ist erledigt. Also das ist natürlich eine ganz gute Sache.
Ja, wir werden jetzt einmal die Sounds durchgehen. Wir werden jetzt mal wieder die Hörner durchgehen. Die sind, habe ich diesmal vom CityChat verwendet, also von ihm da drüben. So, los geht's. Klingt aber gut und klar. Beide zusammen, die sind natürlich mit Loop. Klingen schon gut, finde ich. Klingen schon gut. So, ja. Dieses Ventil, was man gerade gehört hat, das habe ich ein bisschen lauter gemacht, weil das ist von ESO, das heißt, das steht einfach nur beim Sample dabei, Valve, also Ventil, ist relativ leise, auch wenn man es ganz laut schaltet. Und das habe ich mir auch aufgenommen, ein bisschen lauter gemacht und wieder zurückgespielt ins Projekt, damit man es ein bisschen besser hört. So, jetzt kommt ein, ich glaube, der Lüfter, bilde ich mir ein. Das ist mein eigener Lüfter, den ich von einem Video bekommen habe. Also bekommen. Ich habe ihn nicht geschnitten. Und wieder aus. Das ist eigentlich von einem 12-16 Taurus der Lüfter. Aber wie gesagt, die sind sicher sehr ähnlich, wenn sie nicht sogar gleich sind, die zwei Maschinen. Also bei gewissen Dingen, bei Kleinigkeiten. Und daher kann man den durchaus für beide Lokomotiven verwenden. Auch der ESO-Lüfter ist nicht schlecht, der beim Vectron dabei ist. Den kann man auch durchaus für beide Maschinen verwenden, wenn man das möchte. Ich wollte einfach nur eben was Eigenes haben, weil es einfach eben dieser Reiz ist, etwas selbst zu machen, etwas selbst zu erstellen. Ne? So, der Kompressor, der ist aber nicht von mir, sondern von ESO. Das ist ein fertiger von ESO. Und zwar ist es der von der ESO BR187. Das sind nämlich dieselben Kompressoren bei Vectron und bei der BR187. Das hört ihr jetzt. Wieder aus. Na, Taste Nummer 6 ist eben bei mir dann der Verschubmodus oder halt Rangiermodus, je nachdem, wie ihr das nennen wollt. Da habe ich auch so eingestellt, dass verzögert und das Führerstandslicht mit angeht. Und man hat natürlich die Rangier- oder Verschublichter an. Ja? Also vorne und hinten Scheinwerfer. So, wieder aus. 7 ist bei mir in diesem Fall hier das Schlusslicht. Das ist getrennt geschaltet. Das ist ja ein Plux 22 Modell von Rocco. Finde ich immer noch. Meiner Meinung nach ist der Rocco ÖBB Vectron immer noch das schönste Modell von Vectron, meiner Meinung nach. Ja. Was mir noch besser gefällt, das ist die 5, wo eben die 500 draufsteht, also die Jubiläumslok von Vectron, von der 500. Lok an die ÖBB oder überhaupt, ich weiß es genau, aber das ist eine wahnsinnig geile Lok und die gefällt mir sehr gut. Die macht ein sehr gutes Bild auf einer jeden Anlage, egal. Ob man damit jetzt Güter- oder Personenzüge zieht, ist völlig wurscht. Ich finde, das ist ein sauschöner Lok. Und meiner Meinung nach gehört die in jede Sammlung hinein. So, 8 ist eben das Fernlicht bei mir. Geil finde ich natürlich von Rocco in dem Fall, dass sie es so geschalten haben, wenn man F8 in meinem Fall, also das Fernlicht schaltet, dass das Spitzensignal auch heller wird. Das ist dann wahrscheinlich so eine, auf der Hauptplatine so eine eigene Logikschaltung, die mit dem Ausgang mitgeschaltet wird. Und ja, ist schon ein sehr cooler Effekt. Und man sieht deutlich, wie von den unteren beiden Scheinwerfern eben auf die oberen geschaltet wird und der Spitzensignal heller wird. Ist eine super Sache. Ja, Nummer 9. Das Kuppeln, falls euch das bekannt vorkommt, das habe ich auch vom Lok Sound 5. Man kann Lok Sound 5 leider nicht auf Lok Sound 4 konvertieren. Ich hatte es schon versucht am Programmer, das geht ja leider nicht. Daher habe ich es hier genau gleich gemacht. Ich habe den Kuppelsound abgespielt, mich dabei direkt am PC aufgenommen mit diesem Programm und es dann einfach selbst geschnitten, weil ich einfach manche Sounds auch sehr gerne am Lok Sound 4 haben möchte. Und dann habe ich mir einfach diese Arbeit angetan und habe das einfach ein bisschen aufgenommen, geschnitten und einfach auf Lok Sound 4 gemacht. Ihr werdet auch beim Bremsgeräusch einen leichten Unterschied hören, weil das Bremsgeräusch vom 1216er jetzt und vom Vectron ist dasselbe vom Lok Sound 5. Das habe ich aufgenommen, mir die Loop-Sequenz rausgesucht, Init und Exit noch schön dazu geschnitten und habe dann eben sogar ein Lok Sound 5 Bremsquietschen jetzt auf dem Lok Sound 4. Es klingt natürlich nicht ganz so klar, ist immerhin auch nur ein 8-Bit. Decoder, also hat nur eine 8-Bit-Abtastrate der Lok Sound 4, aber trotzdem klingt er wahnsinnig geil und ich finde, das klingt sehr sauber, trotz allem, ja. Und das sind so Kleinigkeiten, mit denen man sich helfen kann. Ich meine,
Das ist einfach nur wirklich eine ganz geniale Sache. Ich habe jetzt schon vom Lock Sound 5 habe ich schon drei Bremsgeräusche fertig auf Lock Sound 4 umgebastelt, dass das dort auch funktioniert. Und den vierten muss ich noch machen. Es gibt ja insgesamt vier von den neueren Modellen. Bei der Class 77 ist ein Bremsgeräusch dabei. Da kann man sich mit einer Sound-CV-Nummer von 0 bis 3 eines von denen auswählen. Und das habe ich hier eigentlich gemacht. Ich habe halt die abgespielt, jedes einzelne von diesen vier verschiedenen, und habe es aufgenommen und dann geschnitten. Das vierte muss ich halt noch im Lock Sound 4 Projekt in irgendeines rein einbauen. So, 10. Elf. Bahnsteig 4, Bausitz Nummer 2, nach Warschauer Schlott, ja, vier Dank. 12. Bahnsteig 1, Zug fährt ab. Und eine kleine Sache zwischendurch, ich weiß nicht, ob ihr das auch hört, dieses Krachen im Hintergrund, dieses Bumpern, dieses Laute, das sind meine Nachbarn von oben, die schaffen es nicht, einen einzigen Tag leise zu sein. Und die nerven schon die ganze Zeit, seitdem sie eingezogen sind, die können nicht leise sein. Ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn ich um 10:30 noch einmal kurz eine kleine Probefahrt mit einer Lok mache und die sogar leiser drehe, aber die sind teilweise bis um 12 Uhr Mitternacht laut. Also das ist echt nicht normal. Und wenn man zu denen raufgeht und sich bei denen beschwert, kommen nur irgendwelche dämlichen Ansagen und Lügen. Das ist wirklich nicht normal. So, 13, das sind die Türen, die Passagiertüren. Passend zum Eurofiemann jetzt. So, ihr seht hier, 13 ist aktiv. Jetzt schalten wir 14. Das ist eben mit dieser Tür-auf-zu-Zyklus-Funktion von mir. So, jetzt da schalten wir die Türen ab. Also die Türautomatik ist aus. Sehr gut. So, ja, jetzt da hätten wir 15, das ist aber die Notbremse und die zeige ich euch später wieder. 16 ist die Federspeicherbremse. Wenn ihr jetzt mal schaut, ich kann jetzt nicht anfahren, ich bin jetzt da von 11 bis 20. Federspeicherbremse. Gesehen? Wenn ich Gas geben will, dann bekomme ich natürlich habe ich eine Anfahrsperre, weil die Federspeicherbremse noch nicht gelöst ist. Das kennt ihr schon von meinen Taurus. Aber jetzt könnte ich fahren. Jetzt ist die Federspeicherbremse deaktiviert und jetzt könnte ich eigentlich losfahren. Das werden wir aber nicht sofort machen. Wir zeigen noch ein paar kleine Tasten. Jetzt mal 17. Das ist, okay, das ist Sanden, das kommt beim Fahren. Haha, reingelegt. 18. Da habe ich ganz einfach den Roadrunner mit dem LZB-Hupen, also mit der LZB-Schnarre, einfach zusammengelegt, weil ich keinen Soundslot mehr frei hatte. Weil ich mir dachte, ich will beides hören, aber ja, egal, ich hause einfach so zusammen und die Sache ist gegessen. Ne? So, 19 ist natürlich Siefer quittieren oder ausschalten. Und jetzt kommt mal 20. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Und wieder ausschalten. Natürlich gibt es bei meinem PZB, was ihr gerade gehört habt, auch wieder die Zwangsbremsung, wenn man sie nicht deaktiviert. Ich kann sie in dem Fall nur so manuell simulieren, weil eigentlich ist die PZB ja gesteuert von den Hauptsignalen oder von den Vorsignalen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und da ist natürlich das Blöde, das geht hier nicht so leicht, denn ich habe keine Induktionsspule beim Gleis. Das wird nicht so gut funktionieren. Das heißt, man muss es halt einfach so manuell simulieren, aber das ist egal, klingt trotzdem sehr gut. So, jetzt werden wir einfach mal losfahren. Jetzt haben wir eben schon fast eine Viertelstunde geredet und uns das so angehört. Jetzt werden wir langsam anfahren. Die Fahrsounds sind vollständig selbst gemacht vom Simulator. Wird sicherlich nicht alles 100% getroffen sein, damit ihr das wisst. Aber es ist einfach was selber gemachtes. Und auf das kommt es mir auch einfach an, weil ich das einfach gerne mache. Das macht mir einfach Freude, das macht mir Spaß. Vor allem, das macht mir auch Freude, wenn ich das mit euch teilen kann und euch ein bisschen vielleicht eine Inspiration zeigen kann. Das ist nämlich eine saugeile Sache alles. So. Ich habe so gemacht, dass am Anfang eben diese ganz niedrige Frequenz kommt, die man hört beim Anfahren. Und danach, wenn man ein bisschen schneller beschleunigt auf der Multimaus, dann schaltet er erst hoch. Das werdet ihr jetzt natürlich gleich sehen. Und los geht es. Ja?
bin ich am ersten Strich bei der Multimaus, beim Regler. Jetzt werden wir schneller. Hat er hochgeschalten, ist ein Loop drinnen. Jetzt gehen wir langsam in die Höhe. Mit der Geschwindigkeit schaltet die Tonhöhe mit in die rauf. Allerdings wird er dann gleich umschalten auf die nächste Frequenz. Absichtlich. Tiefer Zwangsbremsung. Störung. Die habe ich natürlich auch verändert jetzt alle. Störung. Die bordcomputer Sachen. Störung. Ich habe es möglichst an den Vektron angepasst, aber ich glaube, dass der ÖBB-Vektron sowieso von Haus aus die Chris Lohner und diese männliche Stimme gemischt hat. So, wir deaktivieren gleich. Störung. So. Fahrhebel auf 0. Und wieder auf Fahrstufen. Und weiter geht's. So, und halbe Kraft. Also 50% Leistung haben wir jetzt. Man hört natürlich, dass das von einem Simulator kommt, diese Frequenz. Im Hintergrund hört man eben dieses dumpfere Geräusch. Das stört mich persönlich jetzt aber nicht so, weil dieses Frequenzgeräusch finde ich trotzdem saugeil. Klingt sogar ähnlich wie das vom Leo Soundlab, aber es ist nicht von ihm, es ist zum Simulator. Also wenn du da zuschaust, Leo Soundlab, da brauchst du dir keine Sorgen machen, ich nehme von dir nichts. So. Ich finde auch die Hörner verdammt geil von City Chat und von Vectron, also am Simulator. Ich mag auch die Leo Soundlab Hörner, keine Frage, aber naja, ich kann es halt nicht mischen. Jetzt habe ich jetzt natürlich kurz überschreiten müssen mit meinem, aber das Leo Soundlab kommt dann sowieso wieder drauf. Es ist jetzt nur zum Zeigen. Jetzt werden wir mal stehen bleiben hier im Bahnhof hoffentlich. So, jetzt habt ihr auch das Bremsquietschen besser gehört. Das ist eben schon ein selbst zusammengeschnittenes vom Loxon 5 für den Vectron, auch für den 1216er. Die passen, finde ich, perfekt zu diesen beiden Lokomotiven. Und ja, ich habe übrigens auch für den Loxon 4 Hercules schon ein anderes Bremsquietschen. Das habe ich jetzt aber nicht bei der Hand. Ich habe jetzt da eine Lokomotive von einem Freund schon verpackt, weil den habe ich den Loxon 4 aufgespielt, den Loxon 4 Hercules. Der gefällt mir nämlich sehr gut. Aber ich möchte jetzt nicht rausziehen, also aus der Schachtel. Dann habe ich wieder zurückgepackt. So, ja, ich würde sagen, wir werden jetzt einfach mal beschleunigen auf halbe Kraft und danach direkt auf volle Kraft beschleunigen, von der Hälfte aus weg. Dann werdet ihr noch eine dritte Frequenz hören, die dann rauswechselt. Und ich hoffe, euch gefällt das. Los geht's. So. Geile Sache. So, jetzt werden wir Vollgas geben und dann werdet ihr gleich diese dritte Frequenz hören. Volle Kraft. Jetzt werden wir langsamer.
So, jetzt werden wir mal sanden. Das ist 17. Das ist ein Simulator, jetzt werden wir langsamer. Dann hört man das Sanden besser. Das ist selbst gemacht vom Simulator. Wir haben natürlich auch ein paar Gleisgeräusche wieder mit dabei. Und das Rollgeräusch ist auch noch drauf. Und wieder aus. So, und jetzt werden wir eine Notbremsung einleiten. Los geht's. So, man hat gehört, die Lokhörner, wobei das war gleich Notbremse. Das Doppelhorn, Notbremse. Danach das Sanden und beim Stillstand hat das aufgehört. Das Doppelhorn ist übrigens selbst gemacht. Da habe ich ein bisschen herumtricksen müssen, um ein Doppelhorn für diese Maschine zu machen, was man dann auch für den City-Chat verwenden kann. Aber es funktioniert und klingt gut. Und warum habe ich ein Doppelhorn gemacht? Weil ich bei der Notbremse vorher die beiden Lokhörner einzeln angesteuert habe und dann laufen aber ein bisschen zu viele Soundslots auf einmal, ja. Und dann ist zum Beispiel das Bremsenquietschen nicht mehr gekommen oder nur erst ganz kurz vor Ende ein bisschen. Und damit das eben nicht so ist, das ein bisschen besser gesteuert ist, habe ich mir gedacht, ich versuche ein eigenes Doppelhorn für die Maschine zu machen. Und das hat sogar gut funktioniert. Das ist der Zufallsgenerator, der den Kompressor jetzt gerade eingeschaltet hat.
So, oder? Ja, was haben wir denn noch in petto? Wir haben 26. Moment. 25 ist auch noch. Das ist die dynamische Bremse, der Sound. Das ist von ESU, das habe ich vergessen am Anfang. Und 26, das ist, glaube ich, die Führerstandsbeleuchtung. Ja. Ich bin noch nicht so ganz fit bei den Funktionstasten, weil ich die erst fertig gemacht habe vor kurzem. Also welche Taste was macht. Aber bis für das weiß ich eigentlich schon relativ viel. Ja, 27 ist die dynamische Bremse. Nein, Blödsinn, das ist Lautstreckenregelung. Da habe ich rausgenommen, die dynamische Bremse. Das ist eben die Lautstreckenregelung. Drücke ich 5-mal draufdrücken, ist eben von der leisesten wieder bis zur lauten Stufe. So. Und 28 ist der Soundfader. Wenn man es mal ein bisschen leiser haben möchte und die Log einen nicht so anschreien soll, ja, dann muss halt der Soundfader ran. Und wieder aus. Ja, ich glaube, jetzt habe ich euch eh schon alles gezeigt von der Log, oder? Die ganzen Funktionstasten, Lüfter, das Bremsenquietschen, die Notbremsung, die SIFA, ah, die PZB machen wir noch, oder? Das machen wir noch. Und ihr habt ja auch gehört bei der SIFA, wenn der Zug oder die Lok steht, dann kommt die Störungsmeldung, die männliche, also die männliche Stimme. Das habe ich halt einfach nachempfunden mit dem Original. Und ja, ich finde es nicht so schlecht, das Projekt. Mir gefällt das sehr gut. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Jetzt werden wir dann noch eine kurze PZB machen und los geht's. Ja, so schaut das aus. Störung. So, PZB wieder quittieren. Fahrhebel 0. Und auf Fahrstufe. Und weiter geht's. So, das, jetzt machen wir noch eine kleine Ehrenrunde und dann werden wir abrüsten. So, ich würde jetzt sagen, das war's. So, die ganzen SIFA, Fährspeicher, alles ausschalten. Kurzer Test. Federspeicherbremse. Jawohl, das geht. So, und jetzt ausschalten, also abrüsten. Ja, das war's jetzt mit meinem eigenen Vectron Sound. Ich hoffe, dass euch der gefällt. Ich finde ihn ganz cool, ich finde ihn ganz gut gelungen, ich hoffe, dass ihr das auch so seht. Und ja, der Vectron, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die ich halt noch von ESU weiterverwenden konnte, weil sie halt passen oder sogar original sind, ist es jetzt meine achte Maschine, die ich selbst mache, bilde ich mir ein. Ja, ich glaube, das ist meine achte Lok, die ich jetzt selbst programmiert habe. Zumindest weitestgehend. Ja, die achte müsste es sein, ja, das stimmt schon. Ja, das habe ich schon einiges gemacht. Und beim Vectron habe ich früher immer die Flinte ins Korn geworfen, weil ich einfach nichts gefunden habe. Aber jetzt, wo es schon einige Videos von ihm gibt, wo Leute teilweise, also die Lokführer, das aufrüsten, den Maschinenraum und alles zeigen, ist das natürlich leichter. So wie ich es auch beim 1116er und beim 1216er beziehungsweise BR189 gemacht habe. Und ja, so viel verschieden sind die Lokomotiven ja nicht. Mal abgesehen von der Fahr- und Bremssteuerung.
und dass der Vectron halt an den Rädern direkt die Scheibenbremsen drauf hat und eben nicht die Bremsachse oder Bremswelle hat, so wie der Taos an den Enden der Drehgestelle, also vorne und hinten. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde dieses Projekt nicht so schlecht. Ich hoffe, euch sagt das auch zu. Ich finde auch diese modifizierten Bordcomputer-Sachen wie die SIFA und die PZB und alles jetzt auch um einiges besser, eben beim Vectron ein bisschen passender. Ich habe das gleiche, glaube ich, jetzt sogar bei ihm, also beim 1216er gemacht. Die sind auch noch in LogSound V4. Höchstwahrscheinlich werde ich eh auch mal bald wieder LogSound 5 Decoder bestellen. Das dauert halt immer wieder, bis ich etwas Neues machen kann, eben weil das nicht gerade billig ist. Aber ja, es ist halt leider einfach so, ne? Kann man halt nichts dran ändern. Aber dafür, finde ich, zahlen sich die LogSound 5 wirklich aus. Also jeder, der einen LogSound von ESO haben möchte, den kann ich auf jeden Fall den LogSound 5 empfehlen. Kostet gleich viel wie der Vierer und ist aber deutlich besser. Da gibt es sehr viele technische Raffinessen. Und meiner Meinung nach ist ESO einfach momentan wirklich führend und die holen immer mehr auf. Ich bin echt schon so gespannt, was sie bei Elektrolokomotiven beim LogSound 5 rausbringen. Wenn sie da auch die Lokomotiven komplett neu aufnehmen und das dann wirklich original machen, ja, na dann werden auch meine eigenen Soundprojekte höchstwahrscheinlich überflüssig, wenn die gute Sounds rausbringen. Weil, naja, dann braucht man das von mir ja eigentlich nicht mehr. Deswegen bin ich schon so gespannt, was macht ESO noch jetzt mit dem 5er Log Sound? Ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel ein 1116 Taurus, ein 1216 Taurus und jetzt vielleicht sogar nochmal der Vectron von ESO deutlich besser rauskommt. Ich hoffe es zumindest, weil ich würde es schon gerne zumindest mal ausprobieren. Ich hoffe, dass der ESO, wenn der halt die Zeit dazu hat, dass sie da wirklich was draus machen, weil sie haben mit ihrem LogSound 5 jetzt die Soundwelt bei der Modellbahn auf jeden Fall für sich noch mehr gewonnen, würde ich mal behaupten, weil meiner Meinung nach ist das momentan der beste Decoder, finde ich. Ich mag Zimo auch weiterhin, keine Frage. Kann man auch nichts dagegen sagen. Aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis mit der Qualität und den Funktionen ist ESO momentan führend, meiner Meinung nach. Weiß nicht, wie ihr das seht. Ja. Der LogSound V4 ist allerdings auch nicht schlecht, den sollte man auch nicht unterschätzen. Man hat halt weniger Speicher, ja, und nur 8-Bit statt 16. Aber trotzdem ist das noch immer ein sehr guter Sounddecoder, das darf man auch nicht vergessen, ja. Und was bei ESO ein Riesenvorteil ist, die Projekte sind umsonst zu runterladen. Das ist saugeil. Ja, ich würde sagen, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und euch vielleicht ein bisschen inspiriert. Natürlich sind die Kommentare offen. Ihr könnt natürlich eure Meinungen hineinschreiben oder wenn irgendetwas noch fehlerhaft ist oder etwas fehlt oder vielleicht, wenn irgendwie eine Kleinigkeit ist, die ihr vom Original kennt, wenn ihr selbst Lokführer seid, schreibt es einfach rein. Mir ist schon bewusst, dass es nicht alles zu 100% passt, dass nicht alles zu 100% dem Original entspricht. Aber naja, ich bin eine Privatperson, die hobbymäßig Sounds macht. Ja? Also, naja, was verlangt man da? Also, das ist halt einfach so. Und ein jeder, der es besser kann, soll es einfach machen. Der soll es machen, soll es vorstellen hier auf YouTube und zeigen. Ganz einfach. Weil dumm reden kann ein jeder von uns, das kann ich auch, aber das bringt nichts. Wenn jemand was besser kann, schön, freut mich für diese Person. Aber dann wäre ich auch neugierig, wie das Projekt oder dieses Produkt ist. Dann würde ich es gerne sehen oder irgendwie hören, weil, wisst ihr, manchmal gibt es auch so Lustige, die schreiben irgendwie hinein, das ist halt so scheiße programmiert auf gut Deutsch und hin und her und das entspricht nicht dem Original. Ja, natürlich weiß ich das. Aber ich bin auch nicht analog und nehme dort auf. Ich mache ja das nur über YouTube-Videos oder teilweise über den Simulator, weil ich habe keine Kontakte zu Lokführern. Das geht nicht. Und selbst wenn, hätte ich auch kaum Zeit, um dort mitzufahren und das aufzunehmen. Das geht nicht wegen meinem Hund, das funktioniert nicht. Naja, aber so ist es halt, ne? Ja, ich danke fürs Reinschauen jetzt da. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Heute haben wir den 23. Februar. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntag, eine schöne Arbeitswoche. Hoffentlich stressfrei und ohne irgendwelche Probleme. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video hoffentlich wieder. Ciao.